Alter, Ranzquest. Nice. Danach habe ich auch schon mal. Es ist eine Insel mit 4 Kisten drauf. Die sieht aus wie die Palms-Insel, von der ich gesprochen hatte. Links ist. Na, da kommt Spieler auf uns zu. Sollen sie doch kommen, wir haben doch nichts. Ehrlich, ich bin auf B-Force gestern, als ich gespielt hatte. Da wollten auch zwei unbedingt zu mir, als ich dann die ganzen Sachen dann am Ende verkauft hatte. Ist dann auch einer zu mir gekommen. Ich habe ihn ja gehört, wie er in die Nähe von meinem Schiff gekommen ist. Und habe meine Steinschlosspistole in die Hand genommen, habe ihn erstmal, als er dann versucht hat, auf mein Schiff raufzukommen, erstmal in den Gesicht geschossen. Ist dann runtergesprungen. Dachte ich mir so: So, Junge, ich hab nichts mehr zu verkaufen. Eigentlich hatte ich noch was zu verkaufen. Weil als ich gespawnt bin, hatte ich nämlich eine Athena-Flagge gefunden am Strand. Stufe 1. Die hätte ich noch in Reaper-Stings abgeben können. Da dachte ich mir so, komm, jetzt will ich Beef. Jetzt kriegt er alles ab, was ihr mir angetan habt. Jetzt wollt ihr Krieg, ihr wollt Krieg. Und dann waren es Neulinge. Die dachten so, oh, den kriegen wir alleine. Wir sind zu zweit, er ist alleine. Tja. Fazit: Ich hab die verfolgt, die sind von mir abgehauen. Siehst du, mutig. Dann sind sie vor dem Outpost Morrow's Peak stehen geblieben. Ich hab's aber nicht bemerkt, dass sie stehen geblieben sind. Ich hab mich nämlich dann rübergeschossen zu denen. Ich dachte mir so, jetzt kriegt er aufs Maul, Jungs. Ihr wolltet Krieg, jetzt kriegt er Krieg. Ja, Fazit: Mein Schiff ist weitergefahren. Ist in der Zwischenzeit dann gesunken, als ich dann bei denen auf dem Schiff war. Und ich hatte halt nicht die Möglichkeit gehabt, ihn irgendwie down zu machen. Oder zu versenken halt. Ja. Heute. Was für ein Skin heute für ein Schiff? Ich möchte was. Helles. Was Helles? Okay. Oberzacken Helles. Ups. Wat? Na gut, dann machen wir das hier. Lade. Ich hätte auch gerne. Hier, nee, warte mal, ich möchte das Partyboot haben. Dachte, unser Kaugummiboot wäre auch in Ordnung. Wie man Petri nennt. Okay. Oberzacken Helles. Leider habe ich da nix. Fast jedes Mal sehe ich ihn auf seiner Tour. Ich winkte ihm zu, doch er lächelte nur. Doch seit ewiger Zeit bestell ich ihn Helles. Helles! Oberzacken Helles! Aua. Wo geht's denn hier hoch? War ich schon jemals hier hochgelaufen? Guck mal auf dem Schiff an das Steuerrad, was du besser findest. Warte, ich bin gerade hier irgendwo hoch oben. Ich muss erstmal wieder runterkommen. Hallo Hund. Du hast mich gerade so ein bisschen verjagt. Ich wusste nicht, was du bist. Wenn man sich nur was Rotes an mir vorbeirennt. Also der Ananas, nice. So. Hier im Busch. In die Busch. Alter, spring doch, Junge. Danke. So. Steuerrad.
War das besser für deine Verhältnisse, das da, weil ich aktuell nichts Bunteres habe? Farblich passt es überhaupt nicht dazu. Ja, wie gesagt, das hier. Farblich passt es auch absolut nicht dazu. Nein. Nein. Das sage ich nichts, was farbig dazu passt. Lass mal gucken, was habe ich denn. Dann zeige ich nur noch, sag mal, eher bläulich und mit dem Segel habe ich auch nichts Passendes dafür gehabt, außer der Party mit den Raketen. Ich habe gelesen, die haben die Skelettschiffe und die Inselskelette. Die schießen jetzt so häufiger und genauer. Also ein gefährlicher jetzt. Was Also. habe ich denn für ein Steuerrad? Aber Steuerrad und Segel, das ist aber nicht passend aktuell. Sieht denn das dazu aus? Akzeptabel. Aber auch nicht schön. Die Segel, was damit? Wie ist damit zu. Tote machen. Ich sag doch mal, die sind ja nicht schön, die so eingeklappt sind. Oben, ja. Das ist alles, was farblich gerade aktuell dazu passt. Also aktuell, was ich farblich habe. Das ist noch farbenfroh. Das antiken Goldes. Das würde zumindest zu dem Lilanen passen. Lila? Ja, war pink, oder? Ja, farblich. Er ist eigentlich eher violett. Das ist Tenpink, das ist violett. Pink ist heller. Das ist violett, das ist lila. Hey Bitch. Ja, ich möchte dir was buyen. Hast du noch was Interessanteres bei dir drin? Sie geht von weitem aus. Warum ist denn die Truhe vom Schnitt her genau vom Außenposten? Na, weil die jemand hat, bestimmt. Nein, die bewegt sich ja nicht. Na, wenn die da stehen bleiben. Ja, aber so weit entfernt? Naja, das ist ja jetzt böse, böse, böse Gebiet. Das müsste jetzt eigentlich Dingensgebiet sein. Könnt ihr mal runtersegeln, mal gucken, was da ist. Wohl annehmen dahin Aber oder zuvor würde ich noch. Hier ist die Insel, nochmal kurz markieren. Das muss nicht so eine der Inseln hier auf der Seite sein. da kommen die. Sollen sie uns abknallen? Bin doch nichts. Ich fülle meine Taschen mit gutem Stuff und sollen sie doch unsere 21 Bananen versenken. Wow. Ich meine unsere 24 Bananen. Das wertvolle Essen habe ich los über. Wo kommen denn die Jungs? Hinter uns. Ach, da sind sie.
Stein aus dem See wie wir. Aber die haben die Spaten-Dingens da. Ganz ehrlich. Wollen jetzt auch knallen. Oh. Er zielt schon, also. Mit der Shotgun. Du hast einen Spieler nur. Wow. Das war cool von ihm. Bin ich auch. Er hat mir nur Schaden gemacht. Ist ja noch ein Schiff. Ja, gerade gesehen. Ich hab nur Musik für dich gespielt und er schießt mir ab. Diese Musikkritiker. Wurde er jetzt zurück? Bei der Normalversuch können wir ihn abknallen, aber greifen wir jetzt an. Alles klar, dann. Weil er sich jetzt fein nehmen macht, ich hab schon meine Blöden nach was zum Rüberspringen. I glow it up. Er wollte einfach nur sich fern haben. Ich dachte, hier ist so keine Musik hier in meinem Piratenspiel. Okay. Okay, Bulli, chill mal. Naja, segelt doch weiter, oder? Wird wieder jetzt ein bisschen Licht. Naja, segelt weiter. Zum nächsten Spieler. Solar, Feuerwehr. Au. Feuerwerk? Ruf des Meeres, Feuerwerk. Nice. So, Seemannsgarn, der Schleierband Kapitel 2. Wollen wir weitermachen? Weil können wir weitermachen. Da. Verwende den Tisch, um Sachen auszuwählen. Ja, 5 von 10. Da oben ist die Insel, oder? Ist das die? Nö. Ja, sie sehen sich immer noch gleich aus hier. Wo müssen wir jetzt hin? Achso, ja. Also, wir haben ja jetzt. Das ist die Insel. Blackwater Enclave. Da haben wir die Investition. Ja. Da war die 4-Kisten-Quest. Ich glaube, Cutlass Cay war jetzt die nächste Ziel gewesen. Der war sehr weit bei der Süd gewesen. Einfach bei Cutlass Cay. Ja, ich glaube, Cutlass Cay war das. Ne, Barnacle Cay war das. Barnacle K. Genau, noch bin. Na, mach du, ich kann ja mal lesen. Wir haben den Motiv in einer Insel. Ja. A6 in See mit der. Was hat man eigentlich gerade gemacht? Was war eigentlich? Wir sind in die Mitte gesegelt, haben das Boot entdeckt. Was hat man im Boot gemacht? Wir haben die. Ach so, warte mal, da ist ja hier Ding ist noch. Wir hatten ja hinten noch die. Die Logbuch. Genau, Anker an der Nordseite von Discovery, which Captain ist an Land gegangen. Die Burning Blade, wir fliehen Richtung Nordosten. Sie dreht und nimmt die Verfolgung auf. Passieren eine große Insel, das ist ja dann hier Sea Saven, fahren weiter Richtung Nordosten, Burning Blade verfolgt uns. Werfen Truhe westlich einer kleinen Insel ins Wasser, nehmen Kurs Richtung Südosten, fahren auf eine Inselkette zu, neuer Kurs gen Osten, die Burning Blade hört auf. Weiter haben sie uns eingeheilt. Soweit. Bist du? Was? Hä? Ja, genau.
So, ja, Cutlass Caver, genau, hier vorbeigefahren, Montigny Walks hinter hoch, First Licht, zack, hier haben wir es abgeworfen, genau. Cutlass K. Auch Cutlass K zuerst. Und dachte der Also Barney. straight. Nee, Cutlass K. Dachte er ist Cutlass K. Der ist Barnacle K, wollte. Barney KK ist irgendwo hier oben, das ist ein bisschen zu hoch. Ja, der von Snake Island kam hier nochmal, aber das war eine andere Quest, glaube ich. Dann heißt es ab nach Süden. Oder wollen wir die drei Kisten noch sammeln? Oder vier Kisten. Die Kisten sind hier oben rechts in der Ecke. Ja, deswegen frage ich, ja. Wollen wir das sammeln? Ach komm, lass mal dahin fahren, lass mal hier. Ich würde dann nämlich hier hinschießen, da hinschießen und da hinschießen. Also wir fahren hier dran so vorbei und dann so dran vorbei. Und dann runter nach Süden. Ja. Lass nach Nordwesten. Nordosten. Nordwesten. Nordosten. Nordosten. Das Steuerrad wird uns den Sieg holen. Wuff. Warte mal, der Hund hat doch keinen Namen. Der Hund hat doch keinen Namen. Doch, Elessa. Ey, ist besser. Nee, Elessa. Elisa ist das jetzt so. Alter, Gunther, was geht ab? Ich hätte gerne den Namen gelten lassen. Dieser Hund wird Jasper. Ah, gehen wir jetzt doch runter zu Banneke, ja? Ich hab einfach nur gedreht, du musst denken. Ich hab mich hier gerade auf den Hund gerade konzentriert. Der Hund heißt aber denkst du, ist eigentlich Cad Bane tot oder nicht? Außer die machen jetzt ja auch bei ihm so Gadgets rein und dann wird er auch ein Cyborg und alles. Weil nämlich, das war ein Hinweis gewesen vom Video, weil ich gar nicht mitbekommen habe. Die haben, also das Video hatte, neigt mal, wo er gestorben ist, hat auf einmal seine Brust da oben, also auf einmal leuchtet auf einmal. Er hat nur einmal zugestochen, der liebe Boba. Catman hat ja auch einen Kopfschuss überlebt. Lass mir ein paar Sachen explodieren. So niedrig. Mach ich. So. Dark Fit Camp. Auffällig bunt. Ich ihn
Sachen looten. Hier ist ein Ruderboot. Hier ist ein Ruderboot. Gib mir die Mango. Mal gucken. Ist hier Loot drin in dem Fort? Können wir hier irgendwie durch die. Wo ist denn der Meerjungfrau, Mann? Da ist der Meerjungfrau. Jawohl, ich habe aus dem Fort eine Rakete mitgebracht. Ist hier noch eine Rakete? Komm, gib mir eine Rakete. Was, die Kanone ist hier cool. Warte, unsere Kanone ist cool. Ja, ich finde die Kanone, die da, wie die platziert ist, doch nicht cool. Renon! Arschenschlüsselmeister! Nein! Da ist ein Ruderboot. Level 90. Bald fertig. Wo war fertig? Knopf 6 Level. Kann ich mit dem Blender was holen? Quatsch. Ja, ich hier eine Meerjungfrau-Statue. Keine Skelette. Skelette! Gruselig. Und das Wort. Geister, Geister. Also was ich gesehen habe, würde ich gerne ausprobieren. Wenn du die ganzen Schätze reinholst, würde ich gerne was ausprobieren. Das ist neue Chili übrig. Ja, lass ihn mal bitte. Ah, shit, jetzt bin ich an einem Boot vorbeigefahren. Nein, ey, jetzt bin ich mal.
richtige Drehung machen und nicht irgendwie. Könntest du bitte das Boot dran machen? Hallo, du bist genau dahinter. Ey. War jetzt eine Serie noch zu hören? Also mehr Frau Chateau nicht. Ich hab nicht mehr genau geguckt. Aber. Zwar, ich hab was gesehen. Zwar, wenn du was dran holst. Und dann nach oben guckst und das dann loslässt, dann bleibst du hier oben liegen. Ja, krass. Guck, dann musst du extra nicht von dem Ding weggehen. Wenn es schnell gehen soll, wenn du alleine bist an dem Ding, kannst du es einfach so holen. Ups. Nö. Jetzt habe ich die Schäde in den Ton reingeschmissen. Naja. Also ich höre nichts hier. Also das war, ich glaube, ich warte hier. Meint ihr, die können wir jetzt weiter nach Süden jetzt fahren? Ganz kurzes Brot, einen ganz kleinen Millimeter drehen, damit wir das scheiß Brot darauf kriegen. Ey. Reicht das schon? Muss ich sagen, Brot anlegen, ja, danke. Alter, was ist denn hier alles drin in dem Ruderboot? Erstmal 40 Kanonenkugeln. Und eine Tanzkugel und eine Ankerkugel und eine Erschöpfungskugel. Ich muss ehrlich sagen, die Questen von den Handelsbund mit den Tieren einsammeln ist ja auch nicht sehr viel wert. Warum die überhaupt noch gibt eigentlich? Es war lustig an sich am Anfang, aber irgendwann nur noch nervig. Um zu zeigen, hey, wir haben Spielmechaniken, die keiner benutzen möchte. Wollt ihr die benutzen? Hier kriegt ihr kein Geld dafür. Das ist einfach nur Fun. Ist ein leicht hoch der Schimmer auf dem Himmel, oder? Ja, es ist morgen. Mittag, Abend. Wir wollen nach Südosten, hab ich gehört. Vermute ja. Wenn wir wollen, können wir mal kurz bei. Nein, wir wollen nach Südwesten. Ja, meine Güte, sorry. Wir können auch kurz mal Gallings Graves mal kurz vorbeispringen, mal die zwei Kisten abgeben und dann weiterfahren. Wobei. Wir können auch so weiterfahren. An der Insel. Und das ist insgesamt wert für gleich 5000 Gold. Das ist. Ah ja. Danke, dass wir in der Blackwater Enclave sind. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dankeschön, Spiel. Du warst ja nicht hier, wo du kennengelernt hast. Ich wollte nur noch mal sagen, dass du hier warst. Ich war live dabei, als ich auf dieser Insel war. Nein, du warst nur dabei, dass du drauf warst, aber nicht dabei, die entdeckt hast. Die kotzt mich gerade an, ich kann nicht die Insel da hinten sehen. Jetzt ach, ich angel jetzt ein bisschen. Ich muss auf ein paar Fische angeln und die braten. Weil noch eine Tat ist, die ich noch nicht habe. Du hast gesagt, wir sind auffällig aussehen, ja? Ich habe mir jetzt auch auffällig auf angezogen. Ich muss eine auffällige Ausrüstung noch tragen. Ich mache.
erst muss ich auf diese Insel. Und diesen dicken, fetten Krabbenmenschen, der sich da hinten mal versteckt. Das ist gesichtbar. Aber ich rufe Gegenstände. Die sich lohnt. Dort. Da. Na, Grüner. Aua. Aua. Zwei. Jetzt kann ich ja noch, ne? Come on, wir haben ein bisschen mehr.